Okay, setzen wir uns an unser nächstes Bild, bevor die hier 94, gute Ausführung. Ja, na gut, dann nimm's für 94. Ist okay, nimm es für 94, sei glücklich damit, ich mal mein nächstes. Aber nur 40 weniger als für das erste Bild. Schon ein bisschen sad. So, das könnte jetzt auch wieder ein bisschen bekannter sein, eventuell. Also wer Netflix hat, der könnte diese Serie kennen, wo ich das her habe. So, wir brauchen eigentlich nur einen großen braunen Punkt. Obwohl, warte, ich mal erstmal was anderes. Wir malen erstmal den Hintergrund. Und zwar, wir machen erstmal hier so ein bisschen weiß hin. Und, weiß ich nicht so genau. Vielleicht hier noch so ein ganz kleine Akzente mit rein. Na, ist vielleicht ein bisschen zu viel grau. Ja, vielleicht so. Vielleicht, dass das hier unten noch so ein bisschen zusammenläuft. Ja, das sieht doch ganz nett aus. Einmal Videospiel ruft aggressives Verhalten bei Teenagern hervor. Oh no! Die Jugend heutzutage. Sie werden von allem aggressiv. So, dann brauchen wir noch ein paar Wolken natürlich. So, Wolken sind natürlich auch schön weiß. Wir nehmen diese klassischen komischen Wolken, die unten immer so komisch sind. So Kinderwolken. Ich habe gerne Wolken auch immer gerne so gemalt. Einfach so. Wie so ein Schaf. Das ist auch eine schöne Wolke. Und dann gibt es natürlich noch die ganz komischen Wolken, die einfach nur so ein Strich sind. Wir haben jetzt hier quasi schon ein Smiley. Ja, sehr schön. So, und jetzt eigentlich das, was ich malen wollte. Dafür brauchen wir einfach einen großen Klumpen. So, damit können wir die komische Nase hier verdecken, denn die Nase mag ich sowieso nicht so gerne. Vielleicht noch ein bisschen größer. Denn das ist unser Hauptakteur hier. So ein großer brauner Klumpen. Und der hat hier hinten dann noch so... Nee. Das müssen wir normal machen. Als guter Künstler darf man sich auch mal vertun. Oh, das ist eine andere Farbe. Was ist hier los? Wir machen das lieber so. So ein kleiner Schwanz. Ist vielleicht ein bisschen groß geraten, aber das passt schon. Dann brauchen wir noch zwei große Augen. So komische Kauaugen. Wenn ihr noch Kaus kennt, dann sagt mir mal Bescheid. Und in diesen schönen Kaus-Augen sind natürlich auch kleine Pupillen. Hallo. Und nein, es ist kein Spermium, kein braunes Spermium. Es ist was anderes. So, dann kommt hier noch eine Nase hin. Dann kommt da ein Smiley rein. Ah, ich finde das super. Diese Nase ist wieder viel zu groß geworden. Wenn man lacht, dann ist das immer alles doof hier. Okay, und dann hat er natürlich noch ganz kleine Ohren. Die machen wir auch wieder in braun. Kleines Öhrchen. Und hier auch. Tada. Ah, mir gefällt aber dieser Schwanz nicht. Der Schwanz ist ein bisschen misslungen. Das gefällt mir nicht. Nein. Das müssen wir nochmal machen. Wir sind ein bisschen perfektionistisch sind wir schon. Wir verkaufen hier nicht jeden Ramsch. Die Leute sollen ja auch Spaß an ihren Kunstwerken haben. Ja, das sieht doch schon besser aus. Jetzt bringen wir da noch ein paar Nuancen rein. Hier zum Beispiel so sowas. Und... sowas, damit der Schwanz sich so ein bisschen abhebt von den Rest. Und dann können wir hier noch so einen kleinen Schatten einfügen. Und vielleicht bei den Ohren auch noch so ein bisschen. Wir können ihn auch noch ein bisschen fluffiger machen tatsächlich. Komm, wenn wir hier überall so kleine Dinger reinmachen, dann sieht das bestimmt ein bisschen fluffiger aus. Ehrlich, ne? Sieht das so aus, als wenn er überall einen Bart hätte. Oh Mann. Ich mach mein Kunstwerk kaputt. Oh no! Ah, ist auch noch okay. Aber der Hintergrund gefällt mir noch nicht. Wir können hier ein bisschen Schnee machen. Ich glaube, Schnee ist ganz cool. Ich hoffe, die Leute mögen aber Pink im Hintergrund. Weil Pink ist ja nicht jedermanns Farbe. Auch mal ein paar größere Schneeflocken hier. In allen möglichen Formen und Farben. Naja, Farben nicht, aber Größen und Form und auch nicht Form. Scheiße. Dann eben nur in Größen. In allen möglichen Größen. So, hier. Zack, zack, zack. Das sieht doch ganz nett aus. Wollen wir noch eine Sonne malen oder so? Irgendwas fehlt hier oben noch. Irgendwas. Vielleicht... einfach nur so ein Strich oder so vielleicht. Zack. So ein bisschen Nachthimmel. Die Dämmerung bricht ein, Leute. Und hier auch, so. Damit das alles so ein bisschen abgegrenzt ist. Oder? Kann man, glaube ich, machen. Jetzt haben wir die Wolke ein bisschen kaputt gemacht. Das ist nicht gut. Oh ja, das ist auch schön. So ein bisschen über den Tellerrand hinaus malen. Dann geht das alles so ein bisschen übereinander. Hier kommt auch noch so eine halbe Schneeflocke rein. Das ist schön. Oh, und die Leute warten natürlich. Leute warten. Hier, mein neues Kunstwerk. Okay, und wir nennen es... Kjotkk nennen wir es. So, das heißt Fleischbällchen auf... Niederländisch, glaube ich. Holländisch, ja. Ja, sag, Leute, sag mir, was ihr davon haltet. Ich bin sehr gespannt. Wissenschaftler entdecken Alien-Raumschiff. War aber nur eine Teekassel. Kessel, oh nein. Diese Farben sind mir zu verrückt. Was? Nein. Mögt ihr kein Pink? Pink ist das neue Schwarz? Benjamin. Benjamin, siehst du nicht diese Nuancen?
Ich offerte dir mein Bild. Pink ist ätzend. Ach komm schon. Pink ist super. Die mögen das Pink alle nicht. Aber guck doch mal, wie nett er guckt. Guck doch mal, wie... Benjamin, nein! Guck doch, wie nett er guckt! Benjamin! Oh, Benjamin ist weg. Oh nein, das ist eine Farce! Das ist eine Farce! Was soll ich machen? So eine Blamage. Ein Debakel. Wie soll ich nur die nächste Miete bezahlen? Ah, ich hab noch genug Geld. Guck mal, ich habe sogar 14 Einnahmen hier diese Woche. Kreil. Schlechte Farben. Ach komm schon, so schlecht ist das Bild nicht. Die mag das bestimmt. Die denkt so, yo, ich bin voll die Packerin. Aber in Wirklichkeit mag sie Pink und ist voll lieb drauf in ihrem Inneren. Pardon, Mommy? Monami? Bitte, bitte sagen Sie mir, Sie mögen das. Wo ist die Energie, Mann? Das ist so fade. Ach komm schon, das ist ein gutes Bild. Okay, wir müssen schnell ein neues Bild malen. Jetzt ist die Frage, ein schlechteres Bild, damit die das kaufen? Oder ein besseres? Hm, okay, wir machen eine Hommage an den Chasen, würde ich einfach mal sagen. Welches Blau nehmen wir denn dafür? Ich glaube, wir nehmen dieses helle Blau. Piep. Schlechte Farben. Die wollen das alle nicht haben, ich fass das nicht. Achso, und falls ihr irgendwie Anregungen habt, was ich im nächsten Part vielleicht mal malen soll, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. So ein Oberthema oder sowas. Dann probiere ich mich da mal dran. So, wir malen hier erstmal noch den Hintergrund als erstes. Da so ein Teil hin, da so ein Ding hin, das war wieder zu... wenig. Hier auch noch sowas hin. Der vielleicht ein bisschen größer. Okay, sehr schön. Dann brauchen wir ein paar Blubbis. Blubbi blub, 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 blub. Und dann kommt gleich unser Stargast, nämlich der Chasen. Wer Chasen kennt, der weiß, dass er eine Tierart sehr mag, beziehungsweise einen Charakter. Ich bin mal gespannt, ob wer das kennt. Wahrscheinlich schon. Es ist kein Pokémon, so viel sei schon mal gesagt. Pink ist ätzend. Ja, ja, okay. So, jetzt packen wir hier einfach so einen großen Klumpen. Puff. Und machen es erst einmal zu einem kleinen Pokéball. Zumindest so ein bisschen. So, jetzt könnte das ein bisschen wie ein Voltoball aussehen. Oder der Weihnachtsmann, je nachdem. Dann hat der hier noch so einen Flügel. Und auf der anderen Seite natürlich auch. Ich kann meine nächste Rechnung nicht bezahlen, wenn das hier so weitergeht. Leute, kauft bitte mein Bild. Oh nein. Mein Hackbällchen. Mein Hackbällchen. Die wollen alle mein Hackbällchen nicht haben. Da bringen wir natürlich auch ein paar Nuancen rein. So. Nuancen sind sehr wichtig beim Zeichnen, Leute. Und ich glaube, der hat hinten auch noch so eine Flosse. Und dann hat er natürlich auch noch Haare. Die Nuancen nicht vergessen. So, ein bisschen so ein kammmäßiges. Und dann fehlen ja eigentlich nur noch die Augen. Auch wieder schön große Glubschaugen. Obwohl, Glubschaugen mochten die nicht so, ne? Ah, aber ich muss doch Glubschaugen machen. Wie soll ich denn ohne Glubschaugen leben? Glubschaugen sind beste. Glubsch, glubsch. Aber diesmal bekommen die noch eine kleine Pupille. Komm, hier. Oh Gott, ich kann mir die nächste Miete nicht leisten. Der Meeresspiegel sinkt. Oh, das ist passend. Alle sind überrascht. Oh, no. Das sollen kleine Grübchen sein. Fehlen auch wieder die Nuancen, damit man das erkennt. Und jetzt fehlt natürlich noch der komisch pinke Mund. Keine Ahnung, warum der so einen komisch pinken Mund hat, aber er hat's. Brop, brop, ich bin ein Fisch. Ja. Ah, er guckt glücklich. Ist doch schön. Oh nein, es ist aber wieder Pink drin, ne? Die hassen doch alle Pink. Aber das sieht doch gut aus. So, warte. Schreiben wir noch drauf für Chasen. Für Chasen. So, sehr schön. Für Chasen. Ich finde den süß. Ich finde die beide süß. Also wenn der nichts wert ist, das ist eine Hommage an Chasen. Schön. So, und das war dann auch mein Abschiedsbild. Wenn das jetzt noch jemand kauft, dann wäre ich richtig glücklich. Das Bild mögen die halt wirklich gar nicht, ne? Soll ich das rausnehmen? Oh Mann, müsst ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, ob ich das hier löschen soll oder nicht, weil ich glaube, das bringt mich gerade in den Ruin. Oh oh. Hallo? Willst du dir nicht meine Hommage an Chasen angucken? Hallo? Bitte? Bitte kauf doch irgendwas? Ja? 175? Oh. Ja, guck mal, meine Hommage an Chasen ist hier wieder beliebt. Geil, nimm mit. Ja, freu dich, freu dich, freu dich des Lebens. Dankeschön. Die Art und Weise, wie Passepartout neue Ideen interpretiert, ist für viele Amateure, Kunstkritiker, ein Thema Nummer 1. Aha. Guck, ich bin jetzt schon eine kleine Nummer in Paris, Paris. Okay, dann würde ich sagen, was das haben wir mit dieser Folge. Wie gesagt, wenn ihr Ideen habt für andere Bilder, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Dann gucke ich mal, was ich im nächsten Part malen werde. Und wie gesagt, auch gerne sagen, wo die ganzen Anspielungen herkommen. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Euer Passepartout.